So, kommen wir zur Aufgabe B, zur 12b. Und das Ganze sieht wie gefolgt aus. Also vorgelesen habe ich schon das vorige Mal, das werde ich mir jetzt hier zu einem Großteil schenken. Also bestimmen Sie die Höhe des Eigenkapitalkostensatzes am 31.12.02 unter Nutzung des CAPM. Okay, das können wir hier auch gleich entwickeln. Das ist nicht allzu schwer. Dauert auch nicht allzu lange. Also, das ist halt diese Formel REK ist gleich und dort risikofrei plus Beta-Faktor mal der Risikoprämie, also Risiko des Marktes minus Risiko frei. Und dann kommen wir halt auf, das hier hatten wir in der Aufgabe A schon mit 6% bestimmt. Und dann kommen wir auf risikofrei sind 4% mal, und jetzt haben wir einen Beta-Faktor mit 1,8 gegeben. Also hier der Beta der Börsennotierten bei 1,8, also mal plus 1,8 mal 6%. Dann kommen wir auf einen Prozentsatz von 14,8%. Gut, das war es auch schon zur B. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben.